Ja, hallo meine Lieben, das Thema des Jahres, das Thema hat uns unglaublich fest im Griff. Ich weiß es nicht, soll ich weinen, soll ich lachen, soll ich, was weiß ich, wütend werden? Oft ist es einfach eine komplette Mischung aus allen. Da habe ich wieder Phasen. In der Früh werde ich munter und denke mir, boah, hey, was ist das jetzt im Augenblick? Macht es überhaupt Sinn aufzustehen? Im Laufe des Tages geht es wieder besser, wenn man sich einfach auch dran gewöhnt und merkt, dass man mit den Menschen viel besser zusammenkommt. Ich werde dieses Ding in diesem Video nicht beim Namen nennen, weil es mir schon bis daher oben steht. Ich nenne dieses Ding in diesem Video, damit ihr immer wisst, wann es gerade darum geht. Es heißt Hans-Peter. Bitte, liebe Hans-Peters, die jetzt vielleicht zufällig so heißen, seid's mir nicht böse. Es ist einfach nur ironisch gemeint. Ich kann es auch Hans-Peters nennen oder Hans-Peter Meyer, dann heißt vielleicht jemand zufälligerweise nicht so. Ja, also einigen wir uns auf Hans-Peter Meyer. Ja, das Thema, das hat uns unglaublich fest im Griff und eines ist für mich einfach echt klar, auch wenn es zum Teil sehr neue und keine guten Erfahrungen sind, die wir hier speziell jetzt in Europa machen mit diesem Hans-Peter Meyer, das ist halt einfach mal so. Ja, was für mich einfach auf jeden Fall klar ist, dass es eine riesengroße Aufgabe ist, dass uns dieser Hans-Peter Meyer oder eigentlich besser gesagt die Menschen, die eben auch hinter diesem Hans-Peter Meyer stecken, entweder in eine riesengroße Angst treiben, ja, Angst, Unsicherheit, Hysterie zum Teil, ja, Klopapier ist ausverkauft, kann ich nur meinen Kopf wackeln und daraus einfach noch viel mehr Menschen eingreifende und freiheitseingreifende Kontrollmaßnahmen daraus resultieren werden oder dass wir das Ganze auch als Chance begreifen. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht so einfach, zu sagen, ja, das ist eine super Chance, lasst uns wieder lustig sein. So einfach geht das natürlich nicht, aber ich denke, da haben wir auch keine anderen Möglichkeiten. Aber ob wir es nun als Chance für die Gesellschaft begreifen oder sagen, wow, okay, wir müssen uns dem Ganzen einfach fügen und das Ganze wird immer enger. Das liegt schlussendlich an jedem Einzelnen von uns selber. Ja, damit sich einfach unser Körper, unser Geist, unsere Seele darauf einstellen kann, um mit diesem Hans-Peter Meyer umgehen zu können. Was mache ich auf der körperlichen Ebene, was mache ich auf der seelischen, geistigen Ebene, um mit diesem Hans-Peter einfach wesentlich besser klar zu kommen. Aber das erfährt er natürlich wie immer nach dem Intro. Wir widmen uns jetzt dem Hans-Peter Meyer. Ja, auf der körperlichen Ebene ist es für mich relativ easy zu sagen, zumindest für mich, was ich hier einfach mache. Ich gehe jetzt hier auf die Mittel ein, die ich nehme. Ich lasse jetzt mal Ernährung und alles andere außen vor, außer dass ich täglich in den Wald gehe, mindestens 1 bis 1,5 Stunden. Aber was nehme ich so an Nahrungsergänzungen, was nehme ich als Mittel so zu mir? Ja, auf der ersten Stelle kommt für mich einfach das Mittel, das ich seit Jahren zu mir nehme und das für mich sowieso nach wie vor die Basis für alles ist. Es ist das OPC. Genau, OPC ist erstens ein Superoxidant und wirklich gegen alle freien Radikale wirksam und sonstige Krankheitserreger und in weiterer Folge einfach macht es das Blut wesentlich geschmeidiger, wesentlich fließfähiger. Dadurch können einfach dann die Vitalstoffe viel besser, die Vitalstoffe, die wir natürlich für unser Immunsystem brauchen, viel besser in die Zellen kommen können und natürlich, dass die Giftstoffe, die alle wieder raus dürfen und müssen wesentlich besser ausgeschieden werden können. Für diese Giftstoffe, die ausgeschieden werden sollten, da kommen wir dann zu weiteren Mitteln. Weiter würde ich sagen, geben wir uns Natron. Natron liebe ich auch sehr. Das ist so ein Mittel, das ist unglaublich billig und wirkt unglaublich lässig. Natron macht das Blut einfach auch geschmeidiger, sorgt für einen Sauerstoffboost. Ja, es ist natürlich so, dass
mit Natron, die Säuren verschwinden, dass das Ganze basischer wird. Ja. Das ist natürlich auch unglaublich wichtig fürs Immunsystem, die Säuren, die Schlacken raus. Ja. Und es wird einfach durch die Kraftwerke in den Zellen mit Natron wesentlich mehr Sauerstoff erzeugt, was ja natürlich wichtig ist. Mehr Sauerstoff, das ist einfach klar. Ja, da der Hans Petermeier ja nun von seinem Wirt in dem Fall eines Bakteriums abhängig ist, so ein Hans Petermeier, der kann ohne Wirt nicht leben, ist ja eigentlich auch kein Lebewesen in dem Sinn. Ja, ich gehe dann eben einfach davon aus, ja, dass es einfach Sinn macht, wenn man die kranken Bakterien eliminiert. Und dazu nehme ich eben, um diese Bakterien zu eliminieren, CDL, ja, Chlordioxid bzw. Chlordioxidlösung. Ja. Die Eingeweihten, die kennen sich aus, die wissen, was ich meine. Ansonsten googelt es oder schaut es auf meinem Kanal über CDL bzw. eben auch MMS. Das ist aus meiner Sicht unglaublich gut. Und es gibt auch Leute, die behaupten, dass es auch gegen den Hans Peter Meyer direkt angeht. Früher wurden auf jeden Fall in Amerika diesbezüglich schon Forschungen betrieben, um eben mit CDL Hans Peter Meyer anzugehen. Ja, in weiterer Folge, also ich glaube das dritte Mittel, was ich jetzt habe, CBD sowieso, ja, Cannabidiol, das würde ich auf jeden Fall oder nehme ich ja auch auf jeden Fall. Auch mit dem würde ich sozusagen in meinem Körper arbeiten wollen, weil es einfach vorwiegend immunregulierend und immunstärkend ist und eben auch antibakteriell wirkt. Aber was in dem Fall auch noch ganz, ganz wichtig ist, es ist Angstlösend, es löst die Ängste, die ja mit der ganzen Angelegenheit einfach auch klar hier mit einhergehen. Auf dieses Thema, auf die Psyche, Seele kommen wir anschließend eh noch, ja. Diese Angst ist einfach nicht zu unterschätzen. Die Angst spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und natürlich ist CBD auch ein sehr, sehr gutes Antioxidant. Aber in dem Falle nehme ich es in erster Linie, um eben hier Angst zu lösen. Ja, und um eines auch klarzustellen, das möchte ich schon ganz klar auch sagen, nicht, dass es hier Missverständnisse gibt. Ich behaupte hier nicht, dass hier eines dieser Mittel direkt auf den Hans Peter Meyer wirkt. Das weiß ich nicht, aber ich habe das Vertrauen, dass was ich hier mache, zum Teil sprechen natürlich auch gewisse Fakten für sich, aber auch das Vertrauen, dass ich meinem Körper hier unglaublich helfe. Ja, und wie gesagt, bei CDL, da bin ich mir eh nicht so sicher, ob es nicht auch direkt gegen den Hans Peter Meyer geht. Wie gesagt, es gibt Menschen, Leute, die haben sich mit CDL schon ziemlich genau auseinandergesetzt und sie sagen, das könnte hier schon helfen. Wie gesagt, es gibt eben auch Forschungen diesbezüglich von den Amis mit eben mit Chlordioxid und diesem Hans Petermeier. Ja, schauen wir uns in weiterer Folge einfach unsere Psyche, die Seele auch noch an. Natürlich gibt es auf der materiellen Ebene noch einige andere Mittel, die man nehmen kann. Hier darf man natürlich auch Borax nicht vergessen. Ich nehme auch gern den Graviola-Tee, weil der einfach auch, man sagt, auch auf die Viren auf Viren geht und auf Bakterien. Ja, aber wie gesagt, jetzt schauen wir mal die Psyche, die Seele, wie auch immer man dazu sagen mag. Also eher den immateriellen Teil in uns. Was ist wichtig?